Die Tepuis unterscheiden sich in einer Reihe geologischer Details. Rein äußerlich gibt es deutliche Unterschiede im Aussehen der östlichen und westlichen Teile Südvenezuelas. Die Gesteinsschichten von Cerro Duida sind sehr stark gefaltet, wie die der westlichen Plateaus, besonders Cerro Neblina, während die Schichtungen der östlichen Tepuis, wie Mount Roraima, meist fast vollständig horizontal und einheitlich beschaffen sind. Auf dem Cerro Duida hat Heliamphora tatai eine einmalige Strategie entwickelt, um mit der dichten Vegetation mitzuhalten, inmitten welcher sie wächst. Die Art bildet hier aufrechte, verholzte Stämme, welche die Blattrosette auf bis zu 2 Meter Höhe anheben. Die abgestorbenen Blätter brechen dabei relativ schnell ab, sodass die Stämme bereits 50 cm unterhalb der Blattrosette kahl und zuckerrohrartig sind. Auf diesem Berg wächst Heliamphora tatai häufig gemeinsam mit Heliamphora macdonaldae und es gibt vermutlich Hybriden aus den beiden Arten. Die Schläuche von Heliamphora macdonaldae sind wunderschön. Die Schlauchöffnung ist mit unterschiedlichen roten oder violetten Adern gesäumt. Bei einigen Populationen ist sie gänzlich mit Rot überzogen. Diese herrliche Ausfärbung ist äußerst variabel. Heliamphora macdonaldae bildet mitunter einen kurzen, kriechenden Stamm, ähnlich dem von Heliamphora neblinae, jedoch ganz anders als bei Heliamphora tatai. Der Lebensraum von Heliamphora chimantensis umfasst die Gipfel des Chimanta und Apacara-Tepui im Zentrum des Chimanta-Massivs. Eine spezielle Eigenschaft dieser Art ist es, fortwährend Ausläufer zu produzieren und dadurch riesige, dicht gepackte Kissen aus Schläuchen zu bilden, die aus einigen hundert Einzelpflanzen bestehen können und bis zu 6 Meter Durchmesser erreichen. Heliamphora chimantensis bildet häufig Hybriden mit Heliamphora pulchella. Lithotamnus decumbens ist eine kleine, heidekrautähnliche Pflanze mit speziellen gestielten Drüsen, die einen harzigen Leim erzeugen, ähnlich dem von Rohridula. Wahrscheinlich entstanden die klebrigen Drüsen des Blütenstängels als Verteidigungsmechanismus, so wie bei Passiflora oder Stylidium.
Allerdings sind die insektenfangenden Bereiche bei Lithotamnus deutlich effektiver. Die Drüsen sind tatsächlich so wirksam, dass der Blütenstängel oft vollständig von toten Gliedertieren bedeckt ist. Allerdings ist es nicht möglich, dass die harzigen Ausscheidungen Enzyme enthalten, welche der Verdauung der gefangenen Insekten dienen. Denn eine derartige Enzymaktivität kann nur in einer polaren, sauren und wässrigen Umgebung funktionieren, wie beim Fangschleim der Sonnentau, nicht jedoch in unpolarem, harzigem Sekret. Aber man kann Lithotamnus durchaus als ein Beispiel für eine Art präkarnivores Stadium betrachten. Heliamphora exappendiculata wurzelt häufig direkt an den Seiten kahler, bemooster Hänge in schmalen Schluchten und Flusstälern, besonders dort, wo Wasserfälle und Sickerwasser die Oberfläche ständig nass halten. Der Name bezieht sich auf das auffällige Fehlen des mit Nektardrüsen besetzten Deckels bei dieser Art. Vermutlich als Kompensation für die verbliebenen winzigen Nektarien ist die Außenseite der Blätter besetzt mit bis zu 30 1 bis 2 mm großen runden roten Nektardrüsen, die effektiv Bodeninsekten und andere Beute anlocken. Heliamphora huberi ist eng verwandt mit Heliamphora heterodoxa. Allerdings fehlt der Art die Drainageöffnung am Übergang zwischen dem behaarten oberen Teil und dem haarlosen Teil unter der Wasserlinie des Schlauches. Heliamphora uncinata ist eng verwandt mit Heliamphora exappendiculata und wächst unter den gleichen Bedingungen. Der Speziesname uncinata bezieht sich auf den außergewöhnlichen, hakenförmigen Schlauchfortsatz, der innerhalb der Gattung einmalig ist.
Heliamphora pulchella kommt in recht unterschiedlichen Umgebungen vor. Von flachen, sumpfigen Seen bis hin zu den Rändern des Bonetia-Nebelwaldes. Bei den typischen Varietäten ist die Blattinnenseite von der Mitte bis in die oberen Bereiche besetzt mit sehr auffälligen, weißen, 3 bis 7 mm langen Haaren und einem noch dichteren Besatz von 0,1 bis 0,5 mm langen Haaren. Diese beiden Haartypen wachsen gemeinsam und dominieren den größten Teil der Innenfläche bis zur Mitte des Schlauches. Ein dritter Besatz mit 1 bis 2 mm langen Haaren bildet ein dichtes weißes Band direkt über dem Flüssigkeitspegel. Bei einigen selteneren Populationen können ein oder sogar zwei der Haartypen vollständig fehlen. Der Speziesname Folliculata leitet sich vom lateinischen Wort Follicus ab, übersetzt kleiner Beutel oder Tasche, und bezieht sich auf die markante, blasenartige, nektarspeichernde Struktur auf der Rückseite des Schlauches. Der Lebensraum von Heliamphora folliculata besteht aus den Gipfeln der abgelegenen Los Testigos-Kette mit sehr rauem Klima. Wie Heliamphora elongata wächst sie hauptsächlich im Schutz niedriger Gräser in eher trockenen, sonnigen Lagen. Heliamphora saracenioides wächst hauptsächlich inmitten niedriger Sumpfgräser in vollem Sonnenlicht und unter extrem feuchten Bedingungen. Der Name bezieht sich auf die Ähnlichkeiten zwischen dieser Art und der Gattung Saracenia. Der Lebensraum von Heliamphora saracenioides besteht einzig und allein aus diesem Berg, wo sie gelegentlich Hybriden mit der ebenfalls hier vorkommenden Heliamphora heterodoxa bildet. Der Lebensraum von Heliamphora heterodoxa umfasst sowohl den abseits gelegenen Ptari-Tepui als auch einige Hochplateaus im Chimanta-Massiv. Allerdings wächst diese Art auch an feuchten Stellen der Tieflandsavanne in der Umgebung östlich des Ptari-Tepuis bis nach Guyana. Mit diesen Aufnahmen endet die Karnivorentour mit Stuart McPherson und es fehlen jetzt nur noch zwei Heliamphora-Arten, um die Dokumentation der Gattung an den Naturstandorten zu vervollständigen. Freundlicherweise hat sich Dr. Andreas Wistuba bereit erklärt, einige seiner Aufnahmen der noch fehlenden Heliamphora für diesen Film zur Verfügung zu stellen, wofür wir ihm recht herzlich danken. Der Name Hispida kommt aus dem Lateinischen und bedeutet borstig oder auch stoppelig und bezieht sich auf die borstige Behaarung im Inneren der Schläuche. Heliamphora hispida kommt nur im südlichen Teil des Neblina-Bereichs vor, an der Grenze zwischen Venezuela und Brasilien. Heliamphora ciliata ist ganz einfach am auffälligen Haarbesatz zu erkennen, der sich auf der Rückseite der Fangblätter befindet, sowie an dem leicht abbrechenden, wimpernähnlichen weißen Haarbüschel auf dem Schlauchfortsatz.
Zum Abschluss unseres Films zeigen wir jetzt nochmals alle bekannten Arten der Gattung Heliamphora in alphabetischer Reihenfolge. In unserem Film waren jetzt alle 18 im Jahr 2010 bekannten Arten der Gattung Heliamphora am Naturstandort zu sehen. Denjenigen Zuschauern, welche mehr über die Tepuis Venezuelas erfahren möchten, empfehlen wir wärmstens Lost Worlds of the Guiana Highlands, das erste umfassende Werk über die bemerkenswerte Naturgeschichte und Entdeckung des Guyana-Hochlandes. Wer alles Wissenswerte über die faszinierenden Schlauchpflanzen und Carnivoren Bromelien der beiden Amerikas lesen möchte, dem empfehlen wir das ebenfalls von Stuart McPherson herausgegebene Buch Pitcher Plants of the Americas. Dazu zeigen wir jetzt noch eine kurze Beschreibung. Pitcher Plants of the Americas ist ein informativer, reichhaltig bebilderter Überblick über die 5 Gattungen von Schlauchpflanzen, die in Nord-, Mittel- und Südamerika vorkommen. Diese Gruppe beinhaltet 3 Gattungen echter Schlauchpflanzen, Darlingtonia, Heliamphora und Sarracenia, sowie 2 Gattungen von Tankbromelien, Brocchinia und Catopsis. Geschrieben in klaren, stichhaltigen Worten, bietet das Buch mit spektakulären Fotos eine umfangreiche Darstellung dieser Arten. Das Werk wird sowohl bei normalen Lesern als auch bei Experten großen Anklang finden, die an der Geschichte, dem Schutz und der Haltung der amerikanischen Schlauchpflanzen interessiert sind.